Das klingt immer groß, aber ich glaube, dass das irgendwie der Antrieb allen Erzählens ist, ob man literarisch erzählt oder ob man sich im Alltag etwas erzählt und so versucht, der Dinge habhaft zu werden. Und wahrscheinlich geht es auch, wenn es um das Ganze geht, mehr darum, Fragen zu stellen, als Antworten zu geben. Und ich finde, man kann das mit Figuren und in Situationen erforschen. Ja. Ich beantworte das sehr persönlich. Für mich waren Hotels immer Orte, an denen erstmal ich aus meinem vertrauten Bezug genommen bin und es irgendwie diese Erfahrung gibt von, ich kann mich nicht mehr in Bezug setzen zu dem mir Vertrauten. Das habe ich immer als was sehr Befreiendes erlebt. Und nicht nur, weil man an einem anderen Ort ist, sondern auch, weil Hotels ja oft sehr, nicht alle, aber häufig sehr clean gestaltet sind. Und sich irgendwie erst mal jeder Geschichte verweigern, auch wenn sicher viele Geschichten dort stattfinden. Und diese Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich, ist mir immer irgendwie gut gelungen an diesen Orten. Und das finde ich auch für literarische Figuren spannend, sie in diese Begrenztheit eines Hotelzimmers zu bringen und von dort aus aber eigentlich diese sehr, sehr weite Frage, wer bin ich, erforschen zu lassen. Das finde ich toll und irgendwie bin ich sehr gespannt, ob dann eine Übersetzung meines Textes auch einen neuen Blick auf mein eigenes Schreiben hier eröffnet. Dann kann ich eingreifen. Ich kann ja Französisch. Nein, ich weiß nicht. Die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also ich würde sagen, ich kenne ja die Erfahrung, wie es ist, wenn ein Text zum Beispiel auf die Bühne übersetzt wird, wo man auch irgendwie das aus der Hand geben muss. Was soll ich denn sagen? Merci beaucoup. Das schaffe ich gerade. Ich kann schon Französisch, aber ich bin ein bisschen schüchtern, wenn es darum geht.